Guten Abend und herzlich willkommen zu einem TV Berlin Spezial. Unser Thema heute Abend: Krieg in der Ukraine. Es wird viel geredet dieser Tage. Auch wir werden heute Abend darüber reden, was bedeutet der Krieg in der Ukraine für uns alle in Deutschland. Wir werden die Frage diskutieren, wie sicher sind unsere Energielieferungen, und natürlich werden wir darüber sprechen müssen, inwieweit wir unsere Sicherheitsarchitektur verändern müssen, ergänzen müssen, anpassen müssen. Ich habe mir dazu Gäste heute Abend eingeladen. Zum einen Gerd Schulz-Rohnhoff, ehemaliger Generalmajor der Bundeswehr. Sie waren tätig in verschiedensten Verwendungen, unter anderem in der Führungsakademie der Bundeswehr. Sie haben im NATO-Hauptquartier gedient und auch am Bundesverteidigungsministerium. Herzlich willkommen heute Abend hier bei mir. Ich begrüße ganz herzlich Wolf-Ruthard Born. Er war deutscher Diplomat, auch in verschiedensten Verwendungen. Sie waren in Afrika unter anderem, Sie waren in Südamerika und waren zum Schluss Ihrer beruflichen Schaffenskraft Staatssekretär im Auswärtigen Amt, haben sich dort immer beschäftigt mit Themen, die die EU betrafen oder auch die NATO. Herzlich willkommen auch Ihnen. Und ich begrüße Hans-Georg Maaßen, Jurist, promovierter Völkerrechtler, Beamter und Politiker. Vor seiner Kandidatur zum Deutschen Bundestag war er bis 2018 Chef des Bundesamtes für Verfassungsschutz. Hans-Georg Maaßen, herzlich willkommen heute Abend hier beim TVB Spezial. Meine Herren, Krieg in Europa. Andere nennen diese Invasion bisweilen etwas anderes. Aber steigen wir vielleicht gleich mal ein. Was will Wladimir Putin eigentlich erreichen? Wenn ich Sie direkt ansprechen darf. Er will mit Sicherheit im Lande Erfolg haben. Ich glaube, das ist das Erste. Er hat ja angedeutet, dass er die Ukraine zu etwas zwingen möchte, in allen seinen Reden, die er vorher gehalten hat. Und wer die Reden gelesen hat, der ahnte schon, dass es schlimm kommen würde. Vor allem auch, weil im Vorfeld mit seinen Reden der Aufmarsch schon begonnen hatte und die Ukraine umgeben war von marschbereiten Truppen. Was er möchte ein Glacis in der Nähe der Ukraine, in der Nähe von Russland sichern. Das hat er auch deutlich so bekundet. Die Frage ist nur, wie man das macht. Und das, was er jetzt gemacht hat, spricht allen sonstigen Verpflichtungen, Völkerrecht, was immer auch, Nachbarschaft, Hohn. Und es spricht auch seinen eigenen Worten Hohn, was er immer über die Ukraine als Freund, als verwandtes Land, als Brüder, als auch der gleichen christlichen Gemeinschaft angehörend laut gesagt hat. Ein absoluter Widerspruch, ein riesiger Fehler. Teilen Sie die Einschätzung? Nein. Putin hat immerhin 17 Jahre lang gesagt, wo für ihn eine rote Linie ist. Und die Amerikaner und die Europäische Union haben hochgepokert und sich mit ihrer NATO-Osterweiterung immer weiter der Grenze Russlands genähert. Und da stand Putin zum Schluss vor der Wahl von Pest und Cholera. Und aus russischer Sicht war das entweder die Hegemonie Amerikas über Osteuropa anerkennen oder die schlechte Karte Krieg ziehen. Und da hat er schlecht gewählt, aber er stand vor so einer Wahl. Also Georg Maaßen, jetzt haben wir jetzt schon gleich zu Beginn zwei gegenläufige Auffassungen. Wie sehen Sie das? Ich habe vielleicht eine vermittelnde Auffassung. Man muss sehen, Putin ist ein ausgebildeter, ein geborener KGB-Mann, kommt aus dem Geheimdienst und hat da denken gelernt, ist da erzogen worden, hat da eine unglaubliche Karriere gemacht, eine Sprungkarriere hat er gemacht, bis er eben Chef des KGB wurde. Und das ist sein Denken, sein Umfeld. Das bestimmt ihn, und das sind KGB-Leute, Herr Bortnikow, heutiger FSB-Chef, früher KGB, Herr Patruschew, Chef des Sicherheitskabinetts, war immer der Stellvertreter von Putin gewesen im KGB in Petersburg, auch anderswo Nachfolger, auch als Chef des KGBs. Und diese Leute, muss ich sagen, weitestgehend hochprofessionell, sehr rational denkend, verfolgen Ziele, aber eiskalt. Eiskalt, wie wir gesehen haben im Fall Litvinenko. Das war der Überläufer in London, der getötet worden war durch Polonium. Eiskalt umgebracht. Fall Skripal.
in Salisbury in England auch ein ehemaliger FSB-KGB-Mann versucht zu töten oder Nawalny. Wie man ihn versucht hat zu töten, ist ja uns ja auch bekannt. Oder der Mord im Kleintiergarten. Diese Leute sind eiskalt, aber sind berechnend. Und das als Vorspann, aber ich wollte deutlich machen, sie verfolgen Ziele. Und Putins Ziel aus meiner Sicht ist, er will einen Pufferstaat haben oder ein Cordon um Russland haben. Und zu diesem Cordon gehört jetzt schon Weißrussland, zu dem Cordon gehört Georgien. Wir erinnern uns auch an die militärischen Auseinandersetzungen bei den Olympischen Sommerspielen in Peking. Ist er zum Leidwesen der Chinesen ja in Georgien einmarschiert. Und jetzt geht es aus meiner Sicht um die Ukraine. Er möchte die Ukraine als eine Art Pufferstaat haben im russischen Hegemonialbereich. Das ist durchaus aus KGB-Sicht eines KGB-Mann vernünftig. Aber die Methoden sind eiskalt und wie Herr Born gesagt hat, widerspricht allem eigentlich, was Völkerrecht bisher war. Er geht hier über Leichen und nicht nur über eine, wie im Fall Litvinenko, nicht nur über eine, wie im Fall Skripal, sondern er geht hier über Tausende und Hunderttausende. Ich glaube, er ist auch bereit, den Krieg bis zum Äußersten zu treiben, nur um diese Ziele zu erreichen. Dann stellt sich die Frage, Herr Born, war es ein Fehler, unter anderem Deutschlands, aber auch der EU, auch der NATO, die Ukraine nicht schon viel früher in beide Institutionen aufzunehmen, in die NATO und in die EU? Also in die EU, da kann die Ukraine einen Antrag auf Mitgliedschaft stellen. Das hat sie jetzt es ja getan. Indirekt auch jetzt versucht und sagt, nehmt uns schnell auf. So schnell geht das nicht. Die Voraussetzungen sind ganz klar. Die Ukraine ist ein europäisches Land, kann also auf jeden Fall Antrag auf Mitgliedschaft stellen. Wenn man es politisch im Augenblick richtig und gut und positiv wertet, könnte man sagen, der Antrag ist gestellt worden. Ist ja auch schon weitergeleitet worden beim letzten Treffen an die Kommission, dazu eine Stellungnahme zu geben. Da kann man politisch wohlwollend sagen, ja, eure Perspektive auf Mitgliedschaft in der EU gibt es auf jeden Fall. Aber da sind gewisse Kriterien zu erfüllen, die berühmten politischen Bedingungen von Kopenhagen. Aber war es ein Fehler, es nicht schon früher getan zu machen? Ein Fehler ist früher zu machen. Der Antrag ist früher auf EU noch nicht gestellt worden. Die Ukraine hat in ihrer Verfassung beide Elemente drin. Sowohl wir wollen in die NATO als wir wollen in die EU. Die Ukraine ist Teil der östlichen Partnerschaft. In diesem Rahmen plus Assoziierung haben wir mit der Ukraine engstens schon bisher zusammengearbeitet. Das kann man jetzt noch vertiefen, wenn dieser Konflikt hoffentlich bald endet. Das heißt, EU-Annäherung Schritt für Schritt auf jeden Fall. NATO ist ein ganz anderes Problem. Und da bin ich völlig einer Meinung mit meinen beiden Kollegen. Die Russen wollen ein Glacis der Sicherheit an ihrer westlichen Grenze haben. Und dazu passt eine NATO-Mitgliedschaft nicht. Auch wenn wir immer wieder sagen, es ist ein Verteidigungsbündnis, aus der russischen Sicht sieht das anders aus. Die Russen haben eine andere historische Erfahrung. Und ich glaube, da muss man von beiden Seiten vorsichtig herangehen. Wir haben das nicht gemacht. Wir haben auch Fehler gemacht in der Vergangenheit. Nur, ich kann über die Fehler der Vergangenheit diskutieren, wie ich möchte, und kann damit auch den Russen Recht geben. Das sind aber keine Fehler, die einen Krieg rechtfertigen. Es ist ein riesiger Fehler von der russischen Seite, nicht nur die Ukraine zu überfallen, sondern sich selbst, und ich glaube, da wird Putin noch eine Lektion bekommen, jetzt sein eigenes Land zu gefährden. Vielleicht noch ein Argument, warum das so ist. Wir leben in einer globalisierten Welt. Putin denkt als Status Quo-Macht. Das, was er jetzt gemacht hat, ist genau dieses alte Denken, das große zaristische Reich neuer Art wieder auf die Beine zu stellen. In einer globalisierten Welt sind wir alle gegeneinander, voneinander abhängig. Und dass das so ist, das merkt er im Augenblick. Das hat er in seiner Aktion nicht einkalkuliert, weil seine Berater wahrscheinlich nicht das globale Denken haben, nicht die Erfahrung auch der Wirtschaftskreise, die international vernetzt sind. Deshalb heute läuft gerade die Frist ab, ich glaube 117 Millionen sind es, die Russland als Zinsen zahlen muss. Dann gibt es noch eine 30-Tage-Frist, innerhalb derer diese Zinsen auf die Staatsanleihen gezahlt werden können. Wenn nicht, gibt es einen Staatsbankrott, einen offiziellen, und die internationalen Finanzorgane werden das entsprechend bei der Bewertung berücksichtigen. Und Putin hat das alles nicht gemacht. Das heißt, wir werden noch eine Entwicklung erleben.
die hoffentlich zu einem Ende des Kriegs führen, die aber auch Russland in erhebliche Mitleidenschaft zieht. Also EU sehen Sie eher positiv auf lange auf Sicht, der mittleren, langen Frist. Aber NATO? NATO würde ich dringend auch aus russischem Interesse. Wir müssen, vielleicht auch ein Satz noch für die Zukunft, dieser Konflikt wird enden. Und wir müssen danach sowohl mit der Ukraine engstens zusammenarbeiten. Ich habe den ukrainischen Freunden immer wieder gesagt, guck mal auf die Landkarte. Ihr habt 2000 Kilometer Grenze zu Russland. Ich muss mit meinem Nachbarn, noch dazu, wenn er ein so großer ist, bei aller Kritik, die ich im Augenblick auch in schärfster Weise übe, was da von Russland aus, von Putin aus gemacht worden ist. Ich muss schon in die Zukunft denken, auch künftig mit Russland wieder zusammenzuarbeiten. Herr Schulze-Hornhoff, ja. Wir werden diese Diskussion an dieser Stelle ja vertiefen müssen. Ich kann mich entsinnen an eine Reise, die ich ins Baltikum gemacht hatte, unmittelbar nach dem Zerfall der Sowjetunion und nachdem sich diese Länder wieder ihre Selbstständigkeit zurückerobert und erarbeitet haben. Mein Eindruck damals ganz klar, egal mit wem du gesprochen hast, außer mit den Postkommunisten, denen war ganz wichtig, dass sie Mitglied der NATO und der EU werden können. Und das ist ja auch alles geschehen, nur im Fall der Ukraine. Und deshalb will ich gerne den Blick auf Ihre Meinung noch mal richten. Können Sie verstehen und nachvollziehen, dass die Ukraine enttäuscht ist vom Westen? Natürlich kann ich das verstehen. Sie haben gesagt, wir leben in einer vernetzten Welt. Das ist richtig. Bismarck hat mal gesagt, ewigen Frieden hat man durch Interessenausgleich, aber nicht dadurch, dass man seine Interessen durchsetzt. Und in diesem Fall hat der Westen versucht, also Amerika und die NATO versucht, sich durchzusetzen. Das konnte nicht gut gehen. Damit habe ich weder Putin gerechtfertigt noch den Krieg gerechtfertigt. Nur weise Leute wissen, dass man sich mit seinem Nachbarn einigen muss. Da kann man nicht sagen, wir sind die Stärkeren, wir setzen uns durch. Das hält nur so lange, wie die Machtverhältnisse halten. Und dann wird neu gemischt. Also das ist falsch gelaufen. Und wenn man sich mal die letzten Monate vom November vorigen Jahres anguckt, da ist ja dauernd höher gepokert worden. Dann hat der ukrainische Außenminister Kuleba und der amerikanische Außenminister ein Abkommen über strategische Partnerschaft geschlossen. Dann hat der NATO-Generalsekretär verkündet, dass beim nächsten NATO-Gipfeltreffen im Sommer in Madrid über die Ukraine-NATO-Aufnahme gesprochen werden soll. Dann hat Biden, das muss ich mal wörtlich zitieren, gesagt, das amerikanische Sicherheitsversprechen für die Ukraine ist in Eisen gegossen. Da musste der Zelensky sich doch aufgeblasen fühlen. Und im Januar diesen Jahres ging das weiter. Da hat die NATO die Ukraine eingeladen, an der Erarbeitung der NATO-Agenda 2030, also das Strategiepapier für die nächsten 10 Jahre, mitzuarbeiten. Das muss beim Putin doch angekommen sein. Also 2030 gehören die zur NATO. Also da ist so hoch gepokert worden, statt dass sie mal zurückgedreht haben. Wenn man vor 2 Jahren diese Idee, die Ukraine zum neutralen Staat zu erklären, verwirklicht worden wäre, wäre der ganze Krieg und der ganze Ärger nicht passiert. Andere Staaten sind auch gegen ihren Willen zum neutralen Staat erklärt worden. Belgien, die Schweiz, Österreich, Finnland. Da hat keiner gemault. Warum hat man das nicht mit der Ukraine gemacht? Herr Schulze-Hornhoff, wenn ich... Ich komme gleich zu Ihnen, Herr Dr. Maaßen. Die Frage in dem Zusammenhang, was beide Herren gesagt haben, ist ja eigentlich dann auch, also wir stellen fest, wir verstehen, dass die Ukraine vom Westen enttäuscht sind. Beide sagen in der Vergangenheit, Sie verstehen es noch nicht, kommen wir gleich auch nochmal drauf. Ich würde mal einfach wissen wollen, in dem Zusammenhang, zwischen Verständnis und Vorwürfen an die Politik und was man gegebenenfalls falsch gemacht hat oder hätte anders machen können, warum ist eigentlich das Minsker Abkommen gescheitert? Ein Abkommen, was eigentlich dazu geeignet gewesen wäre, zu einer Befriedigung des Konflikts in der Ostukraine zu kommen. Warum ist es gescheitert? Ich möchte aber doch noch etwas zu Schulze. Aber ich will trotzdem wissen, warum Minsker Abkommen gescheitert ist, aus Ihrer Sicht. Zunächst mal, bei der Ukraine handelt es sich nicht um eine Sache.
um die sich zwei Leute prügeln. Ein Auto, ich möchte das Auto haben oder er möchte das Auto haben. Die Ukraine ist ein Staat, der unabhängig ist und ein demokratischer Staat. Die haben Probleme mit, ich sag mal, Korruption und anderen Themen, aber ein souveräner Staat. Und hier geht es nicht darum, dass die Russen sagen, wir möchten, dass der in unserem Hegemonialbereich ist und der Westen sagt, wir möchten, dass die Ukraine in unserem Hegemonialbereich ist und in die NATO eintritt, sondern es geht schließlich darum, dass die Ukrainer, ob es zwei Drittel sind oder nur 50, sonst was Prozent, aber die Mehrheit sagt, wir möchten zum Westen gehören. Und das, muss ich sagen, haben die Russen zu akzeptieren, auch wenn es nicht schön ist. Ich verstehe die Interessen der Russen aus russischer Sicht, aber es geht nicht, dass sie sagen, was die Meinung der Ukraine ist, interessiert uns gar nichts, sondern wir nehmen für uns das Recht in Anspruch, dass die Ukrainer zu uns gehören, dass die historisches russisches Gebiet sind und dass wir jetzt hier einmarschieren und uns das Recht selber anmaßen. Das geht überhaupt gar nicht. Warum das Minsker Abkommen gescheitert ist? Ich glaube, das Abkommen ist auch aus den Gründen gescheitert, weil viele einfach nicht begreifen, dass es hier um einen Vertrag geht, ein Vertragen, ein Verständigen. Das heißt, nicht wer die Macht hat, hat das Recht, sondern es geht letztendlich darum, dass man auch nachgeben muss und dass man auch mit einer Vereinbarung letztendlich zu einer Befriedung kommen will. Und das haben die Kriegsparteien Donetsk und Luhansk nicht verstanden. Sie haben trotzdem weitergemacht, sublim, unterschwellig. Und damit ist letztendlich das Abkommen auch unterlaufen worden. Sie haben gerade ein gutes Stichwort gegeben. Ja. Die Frage Donetsk und Luhansk, was bedeutet das eigentlich? Ja, ich wollte auch für den Westen, dass sozusagen diese Unabhängigkeit der Volksrepubliken ausgerufen wurde und von Russland anerkannt wurde. Was bedeutet das eigentlich im nächsten Schritt, den der Westen ja mit berücksichtigen muss? Aber erlauben Sie mir noch ein Wort vorher noch mal zu ergänzen. Wir haben gar nicht erwähnt, so richtig, das passt zu dem, was Sie gerade gesagt haben. Die Ukraine hat vertraglich abgesichert, Russland hat das mit unterzeichnet, sowohl in den Pariser Verträgen als auch in der Erklärung von Budapest nach der Abgabe der Atomwaffen, selbstverständlich die freie Bündniswahl. Jeder Mitgliedstaat, alle, die damals unterzeichnet haben, konnten sagen, ich möchte dem Sicherheitsbündnis beitreten, wo ich mich am wohlsten fühle. Und das wäre aus der Sicht der Ukraine dann die NATO gewesen. Das heißt, dieses Recht besteht nach wie vor. Eine völlig andere Frage ist es politisch opportun? Ist es sinnvoll, das zu machen, weil ich auf den großen Bruder im Osten gucken muss? Schaffe ich dadurch mehr Probleme, ja oder nein? Da gibt es ein zweites Element. Auch in der OSZE, in allen Papieren steht drin, Paris noch einmal, dass die Sicherheit des einen Staates ja voll existieren muss, dass ich aber dabei berücksichtigen muss, die Ausgewogenheit der Sicherheit auch des anderen. Das heißt, ich kann selbstverständlich das Bündnis frei wählen. Wenn ich aber weiß, das ist fast wie ein Angriff auf die Interessen Russlands, dann überlege ich mir, ob es nicht andere Möglichkeiten gibt, in Absprache dann. Hier ist der riesige Fehler gemacht worden und damit bin ich bei Luhansk und bei diesen beiden Republiken und bei dem Abkommen von Minsk. Man hat sich nicht häufig genug zusammengesetzt, um die Umsetzung zu diskutieren. Das Minsker Abkommen, das zweite, ist ein miserables Abkommen. Wenn Sie den Text lesen, kann man nur sagen, wer hat so etwas ausgearbeitet und so etwas unterschrieben? Denn es ist völlig unpräzise. Es lässt sich in alle möglichen Richtungen interpretieren. Und die Ukrainer haben deshalb jahrelang, Poroschenko, aber auch der jetzige Präsident, nicht darüber verhandelt. Man hat sich auf der politischen Ebene gelegentlich mal getroffen, auch die Kanzlerin immer wieder. Aber es ist nie mit Leben erfüllt worden. Und in der Zwischenzeit haben sie sich gegenseitig bekämpft. Bleibt es doch dabei, dass der Westen im Grunde versagt hat, im Vorfeld. Nicht vor 14 Tagen, aber wenn ich mir die letzten 6 Jahre wenigstens anschaue, dann gibt es ja enorme Versäumnisse. Sie haben es ja gerade noch mal gesagt, Sie haben im Übrigen ja auch zu Beginn davon gesprochen, dass jede Menge völkerrechtliche Abkommen gebrochen wurden durch diese Invasion Russlands in die Ukraine. Hat der Westen versagt? Aber versagt würde ich nicht sagen. Fehler gemacht, ja, Versagen ist zu viel. Es gibt in den zwischenstaatlichen Beziehungen immer wieder unterschiedliche Auffassungen. Heutzutage, noch einmal, in der globalisierten Welt, wenn ich unterschiedlicher Meinung bin, setze ich mich zusammen.
aus der europäischen Sicht, jedenfalls von uns innerhalb der Europäischen Union, der OSZE, der Völkergemeinschaft der Vereinten Nationen, dafür sind diese ganzen Gremien da, dass ich die Probleme ausdiskutiere, aber nicht zu Panzern greife und angreife und einen Krieg lostrete. Das ist der fundamentale Fehler, den hat Russland gemacht. Und das hat Folgen. Im Augenblick schwerste Folge für die Ukraine, aber die Folgen werden auch für Russland noch dramatisch werden. Das werden wir in den nächsten Wochen sehen. Herzlichen Dank fürs Erste. Nach einer kurzen Pause sind wir wieder für Sie da. Bleiben Sie dran. Zurück zum TV Berlin Spezial. Unser Thema heute: Krieg in der Ukraine. Ich habe mir Gäste dazu eingeladen. Heiße Sie nochmal herzlich willkommen, meine Herren. Herr Born, die Frage Krieg in der Ukraine. Sie haben ja eben gesagt, Versagen ist zu viel, Fehler sind wohl gemacht worden. Wenn wir uns die Weltordnung anschauen, und es gibt ja durchaus Stimmen, die sagen, Putin möchte diese Weltordnung, diese Friedensordnung, die wir jetzt über viele, viele Jahrzehnte hatten, er will sie verändern. Und wenn wir in Sphären denken, auch wenn wir in Interessenssphären denken, wie unterschiedlich sind die Interessen etwa der Vereinigten Staaten und der Europas? Die Vereinigten Staaten sind die stärkste Macht nach wie vor in der Welt. Und sie haben einmal ein Wertekonzept, was wir in hohem Maße teilen, die westliche Welt. Ich will nicht sagen gegen den Rest der Welt, aber doch als Leitbild für die globale Struktur. Und wir haben zwei andere große Mächte und viele, viele andere mehr. Aber da ist China auf der anderen Seite in immer stärkerem Gegensatz zu den Vereinten Nationen, zu den Vereinigten Staaten. Sie haben Russland als große Landmacht, atomare Mächte. Alle drei sind im Sicherheitsrat, haben Veto-Power damit, sind auch Nuklearmächte. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Element auch für die Zukunft der Gestaltung der Welt. Und dann haben sie andere Staaten, große, bedeutende Staaten, Indien, auch nuklear. Sie haben die, die bei den G20 dabei sind. Wenn Sie in die Zukunft schauen und auch jetzt, was will Russland? Russland, ich hatte es am Anfang gesagt, ist eine Status-Quo-Macht. Putin ist jedenfalls das, wie ich ihn sehe, möchte das große russische Reich wiederherstellen in der alten Größe. Der berühmte Satz, den man immer wieder von ihm zitiert, die größte Tragödie war der Zerfall der Sowjetunion. Sein Ziel wäre es, wenn er es denn schaffen würde, diese Sowjetunion unter seiner Führung jetzt wieder Russische Föderation neu aufzustellen. Das geht oft nicht. Große Reiche gehen nun einmal unter und dann muss man den Mut haben, neu zu denken. Ich glaube, was ihm fehlt, ist nach vorne zu denken, zu sehen, dass die Welt sich verändert hat und dass das Gedankengut, mit dem er aufgewachsen ist, heute nicht mehr gilt. Er lernt das jetzt. Leider, leider mit viel Blut und Tränen. Und ich kann nur hoffen, dass er die Lektion daraus zieht und dass dieser Krieg möglichst bald endet und sich dann diese Welt zusammenfindet, um gemeinsam noch einmal in den Vereinten Nationen, in den internationalen Organisationen zu einer neuen Ordnung kommt. Es gibt ja diese ganzen Verträge, die schon abgeschlossen worden sind. Wir brauchen einander bei der Bekämpfung des Klimawandels, beim Bevölkerungswachstum, bei der Energieversorgung. Es gibt so viele Aufgaben, die können wir nur global und zusammen anpacken. Und ich glaube, das ist die größte Herausforderung, vor der wir stehen, mit einem hoffentlich bald zu Ende gehenden Konflikt in der Ukraine. Hans-Georg Maaßen, zu Beginn der kriegerischen Auseinandersetzung konnte man durchaus den Eindruck gewinnen, für manche überraschend übrigens, dass der Westen mit einer Sprache spricht, dass die Europäer mit einer Sprache sprechen. Im Augenblick kann man bei der einen oder anderen Sache der Meinung sein, jetzt bröckelt so langsam die Front. War die Reaktion der internationalen Gemeinschaft auf diese kriegerische Auseinandersetzung insgesamt angemessen aus Ihrer Sicht? Also ich war erstaunt, wie einstimmig der Westen mittlerweile ist. Er mag zwar, was die Unterstützung der Ukraine angeht, in Teilen verschiedene Perspektiven haben, aber unisono nehme ich eigentlich wahr, überall blau-gelb zu sehen oder gelb-blau zu sehen, eine Unterstützung der Ukraine und eine einheitliche Verurteilung auch
des Einmarschs der russischen Truppen in der Ukraine. Das sieht man bei den vielen, vielen Sanktionsmaßnahmen, die diskutiert werden und jetzt auch verhängt werden, wo ich auch den Eindruck habe, die Russen sind darüber letztendlich auch überrascht. Damit haben sie wahrscheinlich nicht gerechnet, dass selbst SWIFT abgehängt werden. Also ich würde diese Perspektive so nicht teilen, Herr Henkel. Ich glaube schon, was die Maßnahmen des Westens angeht, gibt es Unterschiede. Was natürlich auch, ich sage mal, an der persönlichen Betroffenheit liegt. Wenn man sieht, wie wir Deutschland abhängig sind von Russland, vom russischen Gas, von der russischen Wirtschaft, von russischen Agrarprodukten, eigentlich von fast allem sind wir irgendwie abhängig, was natürlich auch die Konsequenz der Globalisierung war. Das liegt natürlich, die US-Amerikaner sind in der Hinsicht nicht so abhängig wie wir. Aber ich glaube, in der Verurteilung, in der politischen Herangehensweise ist der Westen schon sehr, sehr eins. Ich will noch mal, wenn wir die Chance haben, hier mit einem ehemaligen Generalmajor zu sprechen, die militärische Seite noch mal versuchen zu thematisieren. Und vorweg aber, können Sie verstehen, dass junge Menschen ein Stück weit verzweifeln an den internationalen Organisationen, die es gibt, egal ob es die NATO ist oder ob es die EU ist, weil sie einfach jetzt konfrontiert sind mit einer Sache, von der sie geglaubt haben, damit haben sie nie wieder etwas zu tun. Wir reden ja über einen Krieg in Europa. Können Sie diese Enttäuschung von insbesondere jungen Menschen verstehen? Und daran anschließend, welches Ziel aus Ihrer Sicht eigentlich die NATO? Ich kann die jungen Leute sehr gut verstehen. Sie merken ja schon, wie wir uns ein bisschen auseinanderreden. Wie sollen junge Menschen hinter die Kulissen gucken? Die träumen vom ewigen Frieden und sie sind den Frieden auch gewöhnt. Serbien ist längst, Jugoslawien ist längst vergessen. Wir leben in einer Welt des ewigen Friedens und nun stimmt das auf einmal nicht. Ich wäre als junger Mensch auch verzweifelt. Ja, bis hin, dass man das Gefühl hat, dass Institutionen einfach versagen. Ja, irgendwie, wenn dann ein Scherbenhaufen zum Schluss bleibt, dann muss ja jemand versagt haben. Auch wenn man das nicht auseinanderdröseln kann. Irgendwo ist ja ein Versagen, liegt ja ein Versagen vor. Dass wir so weit gekommen sind, dass wir schon wieder einen Krieg haben, ist doch ein Desaster. Und irgendeiner muss es doch verschulden. Oder wenn die Schuld nur dahin oder dahin schiebt, oder ob man nur sagt, da sind mehrere, die die Schuld haben, ist doch völlig gleich. Ich glaube schon, dass junge Leute da bestürzt und fassungslos sind. Ich möchte noch mal... Ich will noch mal trotzdem die Frage stellen und noch beantwortet haben. Wir haben über Interessen gesprochen und über Ziele, die die einzelnen Interessenssphären haben. Ziele, die die EU verbindet, die die Vereinigten Staaten verbindet. Welches Ziel hat eigentlich die NATO? Die NATO ist von den Amerikanern dominiert. Und in diesem Fall, Ausdehnung auf Russland hin, haben die Amerikaner den Marsch geblasen. Und nicht die anderen Staaten in der Europäischen Union. Und die NATO muss sich einfach in Zukunft ein Stück bescheiden. Wenn dieser unglückselige Krieg vorbei ist, muss man doch wieder zueinander finden. Glauben Sie, dass der Krieg beendet werden kann, ohne dass die Ukraine ein neutraler Staat geworden ist? Das glaube ich nicht. Irgendwo muss ein Interessenausgleich stattgefunden haben, sonst gibt es keinen Frieden. Und der Interessenausgleich wird irgendwo sein zwischen amerikanischen und russischen Forderungen. Und die amerikanischen Forderungen sind weitgehend mit denen der NATO identisch. Die NATO, da gebe ich Ihnen völlig recht, die hat einen Schulterschluss gefunden in dieser Krise. Aber in Detailfragen ist sie nach wie vor weit auseinander. Wenn Sie daran denken, die einen wollen den Luftraum über der Ukraine sichern, das führt sicher zum Kriegseintritt der NATO in diesen unglückseligen Krieg. Die anderen wollen ihre 28 alten MiG-29 über Deutschland und Amerika an die Ukrainer geben. Damit sind nicht nur wir in den Krieg reingezogen, sondern auch die Amerikaner. Also da gibt es so. Ist das der Grund, weshalb Washington diesen Plan Polens gestoppt hat? Na, die Amerikaner sind zu schlau, sich so auf so zu klug, sich auf so etwas einzulassen.
Die Amerikaner werden nicht zu ihrem letzten Mittel der Atomwaffe greifen, genauso wenig wie die Russen. Man wird irgendwie die Russen und die Ukrainer so lange weiterwursten lassen, bis dieser Krieg entschieden ist. Und deshalb bezeichne ich diesen Krieg als einen Stellvertreterkrieg. Da hauen sich im Grunde Amerikaner und Russen. Wie wir ihn in den vergangenen Jahrzehnten immer mal wieder hatten. Der Unterschied ist nur, dass jetzt unmittelbar eine Weltmacht betroffen ist, nämlich Russland. Das war ja bei Jugoslawien, im Jugoslawien-Konflikt anders, auch eine kriegerische Auseinandersetzung mitten in Europa. Aber da haben sich die Großmächte sozusagen überlegt, auf welcher Seite sie sind und haben dann ihre Spielchen getrieben. Aber jetzt ist ja der qualitative Unterschied der, dass eine Großmacht unmittelbar Krieg betreibt gegen ein Nachbarland, ein souveränes Nachbarland. Und darüber haben wir gesprochen, Hans-Georg Maaßen. Ich würde noch mal, wenn ich die Chance habe, einen Nachrichtenmann hier zu haben, schon noch mal die Frage stellen. Mein Eindruck ist auch, dass Nachrichtendienste zurzeit wieder Hochkonjunktur haben, sehr im Fokus der Debatte auch stehen. Der US-Geheimdienst hat ja Putins Angriff auf die Ukraine fast taggenau vorhergesagt. Zufall oder sehr professionelle Arbeit? Ich glaube, die amerikanischen Partner arbeiten schon sehr professionell. Das war immer meine Erfahrung gewesen. Vor allem im Bereich SIGINT, das heißt technische Aufklärung. Die viel bei uns, jedenfalls viel gescholtene NSA, durch die Snowden-Affäre bei uns sehr bekannt geworden, ist in der Lage, durch ihre technische Aufklärung ein Maximum an Informationen zu generieren, dass man fast sagen kann, die können an den Informationen fast ersticken, so viele bekommen sie. Also abhören, mitlesen, screenen von dem, was die anderen Staaten betreiben. Aber auch, die haben einen eigenen Geheimdienst, die Amerikaner, was Satellitenbilder angeht. Und jetzt in diesem Konflikt ist es natürlich auch entscheidend zu sehen, wo sind welche Panzer, Lastwagenkolonnen und so weiter. Also die amerikanischen Partner sind ausgezeichnet aufgestellt. Ich glaube, die russischen Dienste sind auch gut aufgestellt. Ich bin allerdings im Zweifel mit Blick auf die jetzige Situation, in der die russischen Streitkräfte stecken, ob sie wirklich so professionell agiert haben, also die russischen Dienste, weil ich mir eigentlich erwartet hätte, dass die Russen jedenfalls wesentlich stärker, offensiver und erfolgreicher in dem Konflikt wären. Was unsere Dienste angeht, muss ich sagen, seit jeher habe ich den Eindruck, unsere Dienste werden klein geredet, sie werden auch klein gemacht. Das betrifft BfV, den Verfassungsschutz, aber auch den BND, der sehr geschädigt worden war durch die Folgerung der sogenannten Snowden-Diskussion und Untersuchungsausschuss in Deutschland, aber auch dadurch, dass das Bundesverfassungsgericht den BND mit Blick auf die technischen Überwachungsmöglichkeiten im Ausland viele Möglichkeiten genommen hat, weil das Bundesverfassungsgericht der Auffassung war, auch Ausländer im Ausland sind Grundrechtsträger. Und deswegen darf der BND nicht das machen, was die Amerikaner, die Russen und alle anderen Staaten eigentlich auch machen. Das hat uns geschadet. Ich habe den Eindruck, der BND ist damit schwerhörig geworden, vielleicht sogar fast taub geworden, weil eben die technische Aufklärung das Ein und Alles heutzutage ist. Aber man hat ja trotzdem den Eindruck gehabt, dass die gesamte westliche Welt dann doch überrascht war. So war jedenfalls mein Eindruck, dass Putin durchzieht, um es mal barock auszudrücken. Und deshalb schon die Frage, hat die westliche Welt auf die Erkenntnisse der Nachrichtendienste nicht adäquat reagiert? Ich kann mir gar nicht so vorstellen, dass der Westen so überrascht war. Und deswegen würde ich auch nicht von Überfall auf die Ukraine sprechen. Es war ein Angriff auf die Ukraine gewesen. Und wie wir sehen, war die Ukraine eigentlich für einen derart kleinen Staat und mit einer relativ kleinen Armee doch ganz gut präpariert und aufgestellt und konnte jedenfalls die Angriffe der russischen Truppen stoppen. Das heißt also, der Westen und auch die Ukraine wussten, dass viel passieren könnte, dass jedenfalls, wie Sie sagten, Putin durchziehen würde. Das wussten wahrscheinlich nur wenige. Ich weiß nicht, ob die amerikanischen Dienste das genau wussten, aber sie konnten wissen, dass jedenfalls ein Angriff stattfindet, ob er in Luhansk und Donetsk endet, ob nur die Brücke bis zur Krim genommen würde, weiß ich nicht, ob man davon ausgegangen ist.
Bis heute wissen wir auch nicht genau, was die genauen Kriegsziele militärischen Kriegsziele sind, ob sie wirklich den Westteil der Ukraine auch noch einnehmen wollen oder ob sie irgendwo zum Stocken kommen möchten. Meine Herren, wenn man so ein Thema bespricht, Krieg in der Ukraine und die Folgen für die Menschen auch in unserem Land, in Deutschland, kommen wir nicht umhin, noch mal ganz kurz das Thema Energiepolitik, Auswirkungen zu besprechen. Viele Menschen machen sich Sorgen darüber, dass die Energiesicherheit in unserem Land nicht mehr gegeben ist. Auch eine Erfahrung, von der wir dachten, wir müssen sie nie wieder machen. Wie abhängig sind wir wirklich von Lieferungen, etwa russisches Gas, aber natürlich auch andere Energiequellen? Ich denke an Steinkohle, ich denke an Öl. Herr Born, wie ist Ihre Einschätzung? Wir sind ziemlich abhängig bei Gas von Russland. Der Grund, weshalb wir bei den Sanktionen uns gerade bei Gas ein bisschen zurückhalten und eben nach wie vor beziehen, ist genau darin verankert. Bei Kohle können wir diversifizieren, bei Öl können wir diversifizieren. Wir sind ja auch schon dabei, dies zu tun. Bei Gas stellen wir um. Wir müssen auch von einem oder anderen Glaubensbekenntnissen abgehen, nämlich beim Klimawandel, dass wir Nuklearenergie abstellen, dass wir die Kohleversorgung, die Stromerzeugung durch Kohlekraftwerke reduzieren. Wir müssen im Augenblick in einer Übergangsphase alle Möglichkeiten nutzen, die wir haben, wo wir nicht von Russland abhängig sind, um diese Abhängigkeit zu reduzieren. Und dann möglichst schnell mit vielen Mitteln, wird ein teurer Spaß werden, uns unabhängiger machen oder diversifizieren. Ganz unabhängig werden wir auf keinen Fall, weil wir kein Land sind, was viel Energie selber erzeugt. Wir müssen importieren, aber dann von verschiedenen Versorgern. Technologisch besser werden, Wasserstoff, grüner Wasserstoff, wenn es geht. Das dauert, das geht nicht von heute auf morgen. Und letzte Frage, kurze Antwort. Müssen sich die Deutschen auf noch stärkere Steigerungen des Preises, etwa bei Strom oder Gas, einstellen? Wir werden eine Inflation weiterhin haben. Es kann sein, dass die Preise steigen. Das ist dann teilweise auch eine politische Entscheidung, ob ich subventioniere, ob ich Steuerbelastung wegnehme. Die verschiedenen Vorschläge werden ja im Augenblick schon vorgelegt und auch diskutiert. Ich habe da auch eine Meinung zu dem einen oder anderen Vorschlag, aber man muss aufpassen, dass man die Bevölkerung nicht überfordert. Man muss auch schauen, ob die Energieunternehmen nicht die Gelegenheit nutzen, um abzusprechen und im Augenblick mehr zu verdienen, als man an Marge haben müsste. Das läuft im Augenblick in der Diskussion in verschiedenen Ländern so. Ja, es wird wahrscheinlich teurer werden, wenn wir, je schneller wir umschalten wollen auf eine vielfältige Energieversorgung weg von Russland, umso teurer wird der Spaß. Und wir hängen ein bisschen auch davon ab, was Russland jetzt machen wird. Russland wird wahrscheinlich so lange liefern, wie es möglich ist, denn es ist mit dem ganzen Paket, was Herr Maaßen eben angesprochen hat, an Sanktionen unter erheblichen Druck geraten. Wir werden das in den nächsten Tagen und Wochen noch sehr viel deutlicher merken, wenn die russische Wirtschaft weiter Schaden nimmt. Ohne Schadenfreude. Herzlichen Dank, meine Herren, für die gesamte Diskussion. Die Zeit ist uns ein wenig davongelaufen. Ich danke, es war, denke ich, eine gute Diskussion mit vielen, vielen Themen. Es gäbe noch viel, viel, viel mehr. Meine Damen und Herren, TV Berlin Spezial zum Krieg in der Ukraine. Ich danke den Herren, die mit mir diskutiert haben. Ich danke Ihnen fürs Zuschauen. Bleiben Sie gesund und bleiben Sie behütet. Guten Abend.